Als die Gladiatoren am Container ankommen, ist der Tag schon fast rum. Und damit ist auch schon fast Rauls Geburtstag da. Der Man of the Match vom ersten Spiel der Woche wird 30. Und da wollen die Gladiatoren eine amtliche Party feiern. Große Ballons gibt's aber keine, damit Raoul nicht an seine Höhenangst erinnert wird. Ich muss ein großes Messer suchen für den Kuchen. Ey, kann ich jetzt bitte rauskommen? Warte! Ich musste die letzten 5 Minuten vor meinem 30. Geburtstag mich im Badezimmer einschließen und dann durfte ich rauskommen. Countdown. 3, 2, 1! Du bist als 29-Jähriger auf diese Toilette gegangen. Und als 30-Jähriger komme ich zurück. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Hoffentlich kriegst du alle aus, schnell. Wünsch dir was. Wir haben Rauls Geburtstag gefeiert. Er ist 30, ich glaube, es ist was ganz, ganz Besonderes. Und hier in Afrika macht man nicht immer. Happy Birthday to you. Du hast diese letzten 10 Tage noch nicht gesungen. Nee. Jetzt ist ein 30. Ja, Geburtstag. Bitte, du musst wirklich etwas was machen. Deine Bühne. Piero Lombardi. The stage is yours. Habt den Löffel? The stage is yours. I just call to say I love you. Oh no. I just call to say how much I care. Yeah, 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 I do. Endlich hat Pietro irgendwas gesungen. Er musste auch so sein, weil es doch Raouls Geburtstag. Er musste singen. I just call to say I love you. Sehr gut, Pietro. An dieser Stelle. Wirklich, bravo. Pietro hat eine super Stimme. Der hat eine geile Stimmfarbe einfach. Ich habe ihn angeguckt und dachte mir, Mann, kannst du nicht mehr singen? Genau, darf ich was sagen? Sarah hat die größte Fehler gemacht. I love you, you're so good, I love you. It's really cool, danke. Really cool. Vielleicht meint Lilly auch den Punkt, den er Team Rot geschenkt hat. Wer will Chips? Ja, ich muss. Alle wollen Chips. Aber dann hätte Raoul wohl besser nicht die Tüte zuerst an Pietro gegeben. Die schmecken aus, aber dann noch die ganze... Alter, was ist denn los mit dir? Hast du das Zeug jetzt reingedreht? Alter. Oh, fucking Staubsauger, was ist denn los? Und wie schmecken die so? Geht so. Weg. Pietro, Gemüse ist halt auch nicht so sein Ding. Ist halt, wo man denkt, ja, okay, jetzt kannst du es noch einigermaßen wegstecken, aber er sieht ja selber, dass er jetzt schon, naja, körperlich das eine oder andere Problem hat. Das wird ja nicht mehr besser werden, umso älter man wird. Ne? Endlich 30. Ja, ist willkommen im Club. Hey, noch 10 Jahre, dann bist du 40. Und du 50. Mit reiferem Alter erhält Raoul auch feinste Mathematikkenntnisse. Nur das High Five ist eher eine Low Five. Das war irgendwie ein Reflex, tut mir auch leid. Was halt so bei so einer Party alles passiert, ne? Military. Und es gibt kein BH mehr. Lilly hat ja schon verraten, von wem sie Fan ist. Wie geht's dir, Pierre? Gut, ja. Gemütlich? Da war Hand im Spiel. Das wird natürlich abgepfiffen. Das war definitiv schlimmer als ich. Pietro fühlt sich wohl mit uns und mit mir. Und ja, er ist ein geiler Typ. Und ich bin sehr froh, dass kein Finger hochgegangen ist bei dir. Das war wirklich... Oh mein Gott! Ihr habt eine Nachricht! Ich liebe dich. Boris hat die Scheidung eingereicht. Es war ein richtiger Fetz. Also wir hatten schon Spaß. Cheers, man! Alkohol vertragen alle unterschiedlich. Oliver hält sich eigentlich zurück. Eigentlich. Wodka hoch! Tendenziell werde ich ja, wenn ich Alkohol trinke, was wirklich nicht oft vorkommt, eher müde. Und dann dachte ich so, komm.
You don't drink. Klar trinke ich das. Ja, Olli hat sich dann, glaube ich, einen Schluck Wodka in den O-Saft gepackt. Und das war schon so Glück, 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 Glück. Oh, Wodka O, Alter. Olli hat getrunken. Ich war auch richtig überrascht. Olli, Olli, Olli. Ordentlich, ne? Oh, Alter! Eine ordentliche Mischung, oder? Olli! Ein bisschen mehr Orangensaft hätte es dann doch auch getan. Cheers, man! Hey! Cheers! Oh, 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 oh. Am Morgen erwacht der Container langsam zum Leben. Seine Bewohner brauchen dafür ein bisschen länger. Ich bin heute Morgen um 7.30 Uhr aufgewacht, erstmal mit dem richtigen Schädel und ich hatte richtig Durst. Das heißt, ich habe mir eine Kopfschmerztablette eingeschmissen und ein bisschen was getrunken. Lilly ist in dem gleichen Moment aufgewacht, meinte nur so, Wasser. Uns beiden ging es, glaube ich, nicht ganz so gut heute Morgen. Voll funktionstüchtig ist dagegen schon die menschliche Spülmaschine. Hallo. Ja? Kannst du es ein bisschen leiser? Nein. Nicht so laut? Leider geht das immer noch. 8:42 Uhr in Afrika. Zeit für ein obligatorisches Partyresümee. Das war so lustig gestern. I got a hangover. Oh. Was ist denn gestern Abend bei so was passiert? Ich krieg's tatsächlich nicht mehr ganz zusammen. Ist ja keiner betrunken gewesen, also das hat ja, war ja im Rahmen alles. Hab ich gar nicht gemerkt! Hab ich gar nicht gemerkt! Dass es jetzt ausgeartet ist? Nee, überhaupt nicht. Lilly, bist du? Eine Flasche Wodka in dritte, vierte Stunde leer. Ich muss noch eine Rosine drauf machen. Oh, Lilly, kannst du... Mir hat gestern noch Schuhe geregnet. Lilly hat dich beworfen mit Schuhen. Dich? Hat sie dich beworfen, Olli? Hey, das ist... Hey! Hey! Oh, irgendwas hab ich vergessen. Mach mal ganz kurz. Pietro! I did that? Oh no, should I be embarrassed? Da kannst du dich echt nicht dran erinnern? No. Jetzt ernsthaft nicht? Should I be ashamed? No. Du hast gesagt, du hast so viel gelacht wie schon ewig nicht mehr. Und auf einmal ging dann ging dann jede Schuhe. Vielleicht wollte Lilly einfach das blaue Team schwächen.